Guten Morgen! Der Karneval ist im Lande. Das ist derzeit das große Ereignis, was Deutschland heimsucht. Bei uns im Osten in Deutschland spielt das keine Rolle, aber im Westen von Deutschland, insbesondere in den Hochburgen Köln und Düsseldorf, ist das natürlich von immenser Bedeutung. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ich informiere mich mal zu dem Thema Karneval, gerade weil ich selber überhaupt keinen Bezug dazu habe, und wege mal das Pro und Contra ab, ob das eine sinnvolle Sache ist oder ob man darauf eigentlich verzichten könnte. Wir werden sehen. Also, Pro und Contra von Karneval. Generell gilt als das für mich entscheidende Pro, dass der Mensch, der so im ganzen Jahreszyklus quasi relativ steif und gesellschaftlich indoktriniert sein Leben fristet, plötzlich imstande ist zu entspannen, plötzlich imstande ist auszubrechen aus diesen gesellschaftlichen Konventionen. Da wird plötzlich werden ja die Frauen total selbstbewusst und schneiden einfach mal den Männern die Schlipse ab, oder der Mann, der sonst sehr schüchtern ist, küsst einfach mal die Frau, oder natürlich auch andersrum. Und ja, das ist halt so schon sehr sehr angenehm zu sehen, dass das Potenzial der Freiheit tatsächlich dann auch genutzt wird, was die meisten eben das ganze Jahr über unterdrücken. Und das finde ich ein klares Pro, weil das ja auch so ein neuronales Netz aktiviert im Gehirn, dass man erkennt, dass man fähig ist, seinen Instinkten zu folgen, dass man fähig ist zu entspannen, dass man fähig ist stressfrei zu leben, dass man fähig ist zufrieden zu sein. Und von daher ist ein ganz klares Pro. Was man natürlich dazu sagen muss, dass dieses oft auch nur unter Zuhilfenahme vom Alkohol passiert. Das heißt, dass die Menschen nicht einfach so umswitchen und sagen, okay, jetzt bin ich zufrieden, sondern dass sie einfach sagen, ich hätte gern ein Bier oder einen Schnaps und danach bin ich zufrieden. Und ja, also das ist so auch so ein bisschen der Nachteil daran. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ich möchte gerne jetzt mal die Pros ins Feld führen. Da ist zum Beispiel auch nicht nur, dass man zufriedener ist, sondern dass man tatsächlich etwas mehr fließen lässt, dass man den Zugang dazu findet, auch seinen Instinkten zu folgen. Und der Instinkt gerade beim Karneval ist auch häufig eben, dass man so wild umherküsst, dass man sozusagen dieses gesellschaftliche Dogma der monogamen Beziehung, was wahrscheinlich, zumindest aus meiner Erfahrung, nicht unseren natürlichen Instinkten entspricht. Sonst würden wir ja gar nicht, wenn wir verheiratet werden, einen anderen Mann anschauen oder eine andere Frau anschauen und sagen, hey, die würde ich gerne mal küssen. Und beim Karneval sieht man dann natürlich, dass die Menschen sich gegenseitig küssen und dass ihnen das Freude bereitet. Das heißt, man kann eben seinen natürlichen Instinkten auch mal laufen lassen. Und ich denke, das ist auch bezüglich auf das neuronale Netz sehr sehr wichtig, dass man den Zugang zu seinen natürlichen Instinkten wahrt. Und nicht umsonst ist der Karneval auch deswegen so populär, weil die Menschen dort trotz des gesellschaftlichen Drucks und der damit verbundenen Konvention, wie zum Beispiel ich darf keine andere Frau küssen, weil ich habe ja gesagt, ich küsse die Frau nur noch und so weiter, ja, dass man das dann halt eben ja, dann fließen lassen kann. Weiterhin geht es auch, was die Produktivität angeht, in eine gute Richtung, weil wir Menschen gerade in Deutschland haben gelernt, wir müssen produktiv sein, am besten das ganze Jahr über und richtig durchklotzen. Aber in Zeiten des Karnevals ist es wohl so, habe ich mir sagen lassen, ich habe einen sehr guten Freund, der ein totaler Karnevalsfan ist, mit dem ich auch im Vorfeld darüber geredet habe, dass quasi nur noch Arbeit, ja, so wie es gerade so notwendig ist, gemacht wird, und dann sozusagen raus aus der Arbeitsstelle, rein ins Kostüm, ins Funkenmariechenkostüm oder ins keine Ahnung was man da so anzieht, in irgendein Kostüm, und ja, dass dann halt eben die Produktivität und die Arbeit und die Karriere gar nicht so eine große Rolle spielt. Auch das führt natürlich wieder dazu, Entspannung, Wohlgefühl, ne? Und
Ja, weiterhin auch noch ein ganz klares Pro. Während des Karnevals, da wird auch so ein bisschen die Gemeinschaft gefördert. Da nimmt man plötzlich seinen Nachbarn in den Arm, den man bis dato nicht mit dem Arsch angeguckt hat, weil man ihn einfach übersehen hat, weil man ja produktiv sein musste und auch schnell auf Arbeit und so weiter. Und ja, und so kann man gelassen, ja, ein Bierchen mit ihm trinken und da haben wir wieder den Alkohol oder ein Wasser. Und ja, und es wird so ein wenig die Gemeinschaft gefördert und alle haben sich lieb. Es ist fast so wie ein kleines Rainbow und entsprechend ja auch die schönen bunten Farben beim Karneval. Also auch das ist natürlich ja ein klares Pro und auch ein Pro könnte man sagen ist, dass dieser Karneval überhaupt erstmal zeigt, was die Menschen wirklich zufrieden macht, was in den Menschen steckt, was die Natur der Menschen ist, wenn sie sich frei laufen lassen können, wenn sie sich nicht von der Gesellschaft drücken und deckeln lassen, wenn sie einfach ihre Emotionen, ihre intrinsischen Aktivitäten wirklich auch laufen lassen können. Und das ist ein ganz klares Pro für den Karneval. Ja, natürlich gibt es auch ein Kontra. So, und da gibt es verschiedene Aspekte. Bleiben wir mal so ein bisschen bei der persönlichen Entwicklung. Da sind wir schon beim Alkohol. Der Alkohol spielt oft eine große Rolle bei dem einen oder anderen, der ja, sich entspannen möchte, der es fließen lassen möchte, der auch mal einen anderen Mann küssen möchte, eine andere Frau küssen möchte. Ja, und entsprechend wird der Alkohol auch im Übermaß, also der Alkohol in geringen Dosen ist völlig unbedenklich. Aber der Alkohol im Übermaß, das heißt, wenn man jeden Tag jetzt ein Bier trinkt oder so, da ist natürlich schon ja, gesundheitsgefährdend. Da gibt es etliche Studien dazu. Ich habe da, glaube ich, zum Alkohol auch schon ein oder zwei Videos gemacht. Wenn ich finde, verlinke ich die euch oben. Ja, also man verkürzt seine Lebensdauer und oftmals auch die Lebensdauer seiner Mitmenschen. Weil wer Alkohol trinkt, zum Beispiel dann im Straßenverkehr ist oder halt durch ja, seinen, sag ich mal, niederes oder höheres Aggressionspotenzial und ja, niedere Hemmschwelle, da passiert halt schon das ein oder andere und das wird halt auch kultiviert. In Deutschland habe ich generell den Eindruck, dass Alkohol so ein bisschen bagatellisiert wird und das finde ich nicht gut und ja, das muss man auch einfach dazu sagen, beim Karneval spielt der Alkohol auch eine große Rolle. Des Weiteren, das wird so ein bisschen doppelt gedacht. Dadurch, dass man beim Karneval fließen lässt und dann wieder zurück ins normale Leben geht, akzeptiert man so ein wenig diese Maske, die man das Jahr über trägt. Und entsprechend, das fördert das neuronale Netz. Es ist in Ordnung, von der Gesellschaft gezwungen zu werden, gewisse Maßstäbe zu erfüllen. Es ist in Ordnung, dass mir die Gesellschaft auferlegt, wie ich zu lieben habe. Und das sind Dinge, das wird kultiviert, dass das in Ordnung ist. Und das ist ein neuronales Netz, was gebildet wird. Und ja, und entsprechend passiert das eben auch, dass Menschen, die das so akzeptieren, dass diese besonders gereizt reagieren, wenn zum Beispiel, wenn ich ein Video über offene Liebe mache, die Menschen total getriggert werden. Und ja, im Endeffekt, weil sie ja merken, dass das in uns innewohnt, diese freie Liebe, dass man ja, einfach fließen lässt. Was nicht bedeutet, dass man mit jedem schläft oder so, aber dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, weil man einen anderen Menschen anlächelt und ja, ihm einfach zeigt, dass man ihn sehr gut findet oder dass man ihn liebt oder was auch immer. Was ist denn das Problem, wenn man zwei Menschen liebt? Und viele Menschen reagieren total auf diese Videos, die ich dann mache, indem ich das einfach nur sage, was diese Menschen oft im Karneval ja selber kultivieren. Und ja, und das ist halt so ein bisschen so ein Nachteil davon, dass das kultiviert wird, diese Maske, die man das ganze Jahr überträgt. Und was auch so ein bisschen, ja, so ein kleines Kontra ist, dass das wieder auch die Abgrenzung als solches auch wieder kultiviert. Ne? Wir sind für den Karneval und wir sind gegen den Karneval. Wir sind Karnevalisten und wir sind Anti-Karnevalisten. Und hello, Allah, Kölle und alles ist gut. Und die anderen sagen, hey, ihr seid total bekloppt. Und das haben wir so Abgrenzung, ja, Karneval. Weil das ist einmal im Jahr und da gibt es die Gruppe und da gibt es die Gruppe. Und das fördert wieder die Abgrenzung. Finde ich halt auch nicht gut, dass das so ist. Aber an dem Punkt kann ich schon sagen, lieber so als das, was sonst der Fall wäre, dass es gar keinen Space gäbe für Menschen, ihren natürlichen Instinkten
ja, zu folgen und ja, einfach tatsächlich zufrieden und stressfrei zu leben. Von daher kann ich den Punkt des Kontras eigentlich schon fast direkt beim Nennen schon wieder ad acta legen. Ja, was ein Punkt ist, also die Faschingsindustrie, die macht pro Jahr 5 Milliarden Euro Umsatz. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Und da ist die Frage wieder des Konsums und dieser Kreisläufe des Konsums, das Marketing und so weiter. Ich möchte das gar nicht groß anreißen, dass ich da in die Tiefe gehe, weil dazu habe ich ja nun wirklich schon etliche Videos gemacht. Und das ist aber ein ganz großer und ich glaube der zentrale Punkt beim Karneval, was zu kritisieren ist, dass es halt eine Wahnsinnskonsummaschinerie ist. Und das fängt ja damit an, dass die Krawatten zerstört werden, sinnloserweise. Anstatt dass die Frauen in ihrer, sage ich mal, im realen Leben selbstbewusst auftreten, müssen sie nicht irgendwelche Krawatten zerschneiden, die dann wieder neu gekauft werden müssen. Das fördert halt, das klingt einfach und es klingt nicht so wichtig, aber ist natürlich Wahnsinn, was dahinter steht. Ne? Die Krawattenindustrie, die feiert den Karneval ohne Ende und die pumpt natürlich den Karneval, die pumpt natürlich viel Energie rein, den Karneval zu erhalten. Und sagt, hey, das ist total gut und macht Werbung, wo eine Frau halt den Schlips abschneidet und yeah und ne, eine Krawatte wieder mehr gekauft. Und generell der Konsum von Alkohol wird natürlich dann auch gefördert, weil wenn man so Karnevals Werbespots bringt und wenn man, also wo Karneval ein Element ist, dann ist halt immer ein Kölsch dabei oder ein Alt oder was auch immer man da trinkt und da unterstützt man halt das ganze System mit des Konsums und das ist schon ja, sehr sehr großer Punkt. Und interessant ist auch, dass die Karneval, also die ursprüngliche Wortbedeutung kommt von Karne, Fleisch und von Levare, das ist wegnehmen. Und es ging nämlich darum, dass man vor der Fastenzeit das Fleisch sozusagen wegnimmt, schon ins Fasten reingeht, das Fleisch noch aufbraucht, was noch da ist, um dann eben zu fasten. So, aber was passiert denn beim Karneval? Da wird Fleisch konsumiert ohne Ende natürlich und nicht noch zu Ende konsumiert, sondern da wird irgendwo hingegangen in ein Restaurant und wird was bestellt und das heißt es fördert sogar den Fleischkonsum anstatt dass der sozusagen langsam zur Neige geht. Das heißt der Karneval, da sieht man auch wieder den Einfluss der Industrie und des Systems, der fördert eigentlich das was er gerade beenden will. Also der Karneval diente dazu in das Fasten hineinzukommen und hier wird sozusagen nochmal richtig auf die Kacke gehauen und zusätzlicher Konsum gefördert. Und ja, das sind halt so Gedanken, die mir da so durch den Kopf gegangen sind. Und nun gilt es, das beides abzuwägen. Ihr könnt das natürlich für euch persönlich auch tun. Vielleicht habt ihr das ein oder andere noch im Kopf als Pro oder Contra, was ich nicht betrachtet habe. Und da bleibt für mich Folgendes stehen. Der Karneval ist für die persönliche Entwicklung der Menschen sehr fruchtbar. Auch wenn der Alkohol eine maßgebliche Rolle spielt. Aber das ist halt ein Aspekt. Das große Ganze bleibt bestehen. Der Mensch entwickelt neuronale Netze, der Mensch lebt ungehemmt, lebt ohne dass er dem gesellschaftlichen Druck irgendwie, ja, dass er den irgendwie aushalten muss in dem Moment, sondern er sagt einfach, hey, zum Karneval darf ich alles, obwohl der Mensch auch so alles darf, ich kann das bestätigen, ich darf auch alles was ich möchte und es geht, du eckst halt hin und wieder an, aber kein Problem, es geht und das zeigt halt der Karneval. Großer guter Punkt pro. Das große Kontra, was übrig bleibt, ist der ganze Konsum und der ganze alles was darum herum ist, dass der Sinn des Karnevals total pervertiert ist und ja, das ist so das große Kontra. Ich persönlich entscheide einfach mal, muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe nach wie vor keine Meinung zum Karneval, weder pro noch contra. Im Gegensatz zum Beispiel Weihnachten oder Silvester, was ich klar total im Blödsinn finde, weil es halt einfach nur, aber das habe ich andere Videos gemacht, verlinke ich mal oben, was nichts wirklich Positives bringt oder sehr sehr geringe positive Effekte, hat der Karneval wenigstens noch für die persönliche Entwicklung ja, durchaus positive Effekte. Von daher, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Findet ihr den Karneval gut? Findet ihr den schlecht? Habt ihr noch Argumente ins Feld zu führen, wo man, der unbedingt eine Meinung haben möchte, also ja oder nein oder pro oder contra, der sich dann sozusagen umfassender informiert fühlt? Ich bin gespannt.
Wir sehen uns in den Kommentaren. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.